Wie gehen die jetzt mit diesen Strompreissteigerungen um? Mit haben den Angst, dann bringe ich mich um, höre ich. Ja? Dann, also, die haben meistens ein wenig Geld zurückgelegt, so 500, 700 Euro für Sterbemöglichkeit. Mhm. Also so, dann lassen sie sich irgendwo kremieren in Polen oder in der Tschechei. Dafür haben sie das Geld zurückgelegt, dass sie wollen irgendwie unter die Erde kommen. Aber der Großteil hat nicht mal diese 500 bis 700 Euro. Und der alte Mensch, das muss ich dazu sagen, der kriegt in Deutschland, der geht zum Amt, der bekommt eine Waschmaschine und ein Bett und alles. Aber er muss das abzahlen mit 20 Euro oder 30 Euro im Monat. Während, jetzt mache ich einen kleinen Schlenker zu unseren Flüchtlingen. Ja? Also die, die ich versorge, die haben 45 Jahre gearbeitet, in die Rentensozialkasse, Krankenkasse eingezahlt. Und kriegen dann jetzt, das ist die Mindestrente, 449 Euro. Wurde in diesem Jahr 3 Euro erhöht. So, und Sozialamt zahlt dann die Miete dazu oder die Stromkosten mal. Aber eben fürs Leben bleiben um die 100 Euro. Essen, Trinken, Shampoo, Betten oder mal einen neuen Schlipper kaufen.